Leute und willkommen zurück bei Tutorial Live TV. Wir befinden uns noch in unserem Firefox Tutorial. Wir sind bei den Einstellungen stehen geblieben und wir machen jetzt weiter. Okay, fangen wir an bei Allgemein. Hier am Anfang steht die Startseite. Hier kann man seine Startseite festlegen, ganz einfach. Geht an das Häkchen und wählt Startseite anzeigen und gebt hier euren gewünschten Link ein. Okay. Und dann auf OK. Hier könnt ihr euren Download-Ort auswählen. Erstmal könnt ihr einstellen, ob ihr den Download automatisch immer in einen Ordner speichern wollt oder ob es immer nachfragen soll, wo die Datei gespeichert werden soll. Ich habe jetzt eingestellt, dass die Dateien immer automatisch im Download-Ordner gespeichert werden. Hier könnt ihr euren Ordner wählen, also durchsuchen, wählt ihr euren Speicherort aus. Das war der erste Reiter allgemein. In Tabs kann man nicht viel sagen. Ihr müsst einfach, wenn ihr jetzt einen neuen Link klickt und ihr habt dieses Häkchen drin, wird kein neues Firefox-Fenster geöffnet, sondern ein neuer Tab. Hier könnt ihr eigentlich selber wählen, welche Häkchen ihr reinmacht. Okay, bei Inhalt. Pop-up-Fenster blockieren, Grafiken laden, dass natürlich alle Bilder geladen werden. Hier könnt ihr noch die Schrift auswählen, welche ihr wollt. Und die Schriftgröße. Hier auch die Farbe, also für Text und Hintergrund und Linkfarben. Dann Sprache. Natürlich, in meinem Fall Deutsch. In Anwendungen finden wir die ganzen Videos, Bilder oder alles, was ihr mal angesehen habt. Datenschutz, sehr wichtig, macht das Häkchen raus bei Verfolgung. Webseite mitteilen, dass ich verfolgt werden möchte, macht ihr das Häkchen raus. Das ist besser. Bei Chronik würde ich eine Chronik anlegen. In der das könnt ihr auch so lassen. Sicherheit, okay. Warnen, wenn Webseiten versuchen, Add-ons zu installieren. Also Add-ons, da will ich das Häkchen reinmachen, das immer fragt, wenn es ein Add-on installieren soll. Und bei Webseite blockieren, wenn sie attackieren gemeldet wurde. Entschuldigung. Ja, natürlich auch das Häkchen reinmachen und hier auch das Häkchen. Bei Passwort speichern könnt ihr auch selber einstellen, ob ihr das Passwort immer speichern wollt oder nicht. Und synchronisieren. Okay, synchronisieren ist eigentlich ganz einfach. Ihr wählt hier euren Gerätenamen, wählt ein Benutzerkonto. Ihr habt, wenn ihr einen zweiten Laptop habt oder einen zweiten PC, könnt ihr diese zwei Firefox-Einstellungen miteinander verbinden. Hier die Add-ons, Tabs, Chronik oder sonst was. Und somit könnt ihr alles verbinden und müsst es nicht zweimal einstellen. Unter Erweitert finden wir hier eigentlich keine sinnvollen Einstellungen. Unter Netzwerk, ja, braucht man eigentlich alles nicht. Hier natürlich Update automatisch installieren. Okay. Verschlüsselungen mit SSL, TSL, mit der Verschlüsselung kenne ich mich nicht so aus. Ja, aber das wäre jetzt das Allgemeine von den Einstellungen schon gewesen. Jetzt kommen wir noch zu den Add-ons. Add-ons habe ich jetzt Adblock Plus, also wirklich sehr, sehr, also eigentlich das beste Plugin. Mit Adblock Plus zeigt es keine lästige Werbung mehr an, die dann kommt am Rand oder die mitten ins Bild rein, reinkommt. Also mit Adblock Plus kommt ihr wirklich ohne Werbung auch klar. Kommt mit der Abzugsschutz, das ist sehr praktisch. Andere melden Webseiten, die wo sie abgezockt werden,
Und wenn ihr dann auf diese gleiche Webseite wollt, kommt ein Schild von Commuter Build, dass die Webseite schon gemeldet wurde. No Squint. Kann man die, ja, standardgemäß ein Zoom einstellen. Dann mit Personas kann man, ja, sein Design ändern. Unter Mehr und dann auf Get Personas kann man sein Design wählen. Unter Proxtube kann man von der GEMA gesperrte Videos sehen. Okay. Und ja, das wär's eigentlich, das sind eigentlich die hilfreichsten Add-ons. Hier mein Erscheinungsbild, das ist das Erscheinungsbild, das ich zurzeit habe, also das Design. Plugins installiert das automatisch. Okay. Das wäre es nochmal jetzt soweit gewesen. Was ist das? Okay. Es gibt viele Add-ons. Man sieht sie hier oder man gibt es einfach hier oben ein. Und wenn man dann einen gefunden hat, klickt er drauf, geht auf Installieren. Er lädt herunter, dann heißt es, ihr müsst den Firefox neu starten, damit er aktiv wird. Dann startet der Firefox neu. Dann sollte nochmal kein Error kommen, aber okay. Okay, das wär's gewesen, Leute. Schaut euch die anderen Videos an, gebt einen Kommentar, gebt einen Like. Macht einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal.